mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Hennas Sachen. Hannah, schwer verliebt.
Oh, das schreit ja förmlich nach Mike. Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ja. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarschung. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon liegen... Sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Mhm.
Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Ich krieg das jetzt hin. Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Kommt der erste Punkt. Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, tja, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Vor dem Platzen steht oder ist es dein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Oh! Was zur Hölle?
Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Boo. Ich hab dich erwischt. Was? Schön, schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay.